mit zwei ukrainischen Mädels. Die eine war früher schon mit YWAM unterwegs und die andere hat dann ihr Leben Jesus gegeben auf einer Taco-Veranstaltung, weil sie auch so berührt war und gemerkt hat, es ist gut, wenn man mit Jesus lebt, und sie hat den Schritt gemacht und hat das Errettungsgebet gebetet. Und so ist es in einer Tour passiert, dass wirklich Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise dahin gekommen sind und dass sie Jesus auch wirklich erlebt haben.